Wir sind auf dem Weg zur Schule und es regnet. Wir haben uns hier mal schnell untergestellt. Also hat gerade wieder aufgehört. Aber ich gehe davon aus, dass es gleich wieder losgeht. Ja, was machen wir denn jetzt? Fahren wir los, wenn es grün wird. Wir haben uns hier schnell gerettet. Mit noch ein paar Leuten. Und fahren jetzt auch wieder los. Also, bis gleich. Also, uns hat schon wieder ermittelt. Volle Granate. Jetzt müssen wir die Brille aufsetzen. Das tut ja richtig weh im Gesicht. Ihr seht, ja, es ist ein bisschen dummisch, aber es ist egal. So, ihr seht es hier. Ui. Und es scheint nicht aufzuhören. Und Gott sei Dank haben wir immer nach hinten genug offen. Ja, es ist weit oben. So, dass wir genügend Zeit haben, noch pünktlich in die Schule kommen. Also, die Klasse sitzt, seht ja, wie es regnet. Und seine Klasse ist ruhiger, ich blick hier nicht durch. Ich will mal gucken, ist hier was an. Und jetzt kam es. Soweit ich das verstanden habe, weil er ist blitznass. Ich habe ihn jetzt ausgezogen mit der Decke, die war ja trocken. Und jetzt habe ich es den T-Shirt gegeben. Und so wie ich das verstanden habe, kostet es einmal 140 Watt. Aber er könnte es nächstes Jahr als Sport-T-Shirt benutzen. Ja, die ruft jetzt meine Frau an, meine Frau. Also. Guckt euch mal die Mittagsteller an. Da wisst ihr Bescheid. Ja, wichtig ist immer fotografieren. Also ich sag, ich bleib Bescheid. Es ist 8:29 Uhr. Wir sind ja trocken losgefahren und mitten drin. Ja, jetzt ist das gut, wir haben rein geblieben. Oder mit Auto. Ich muss mir schon wieder so viel Hektik alle hier. 140 Spannen. Was ich mir schon wieder gar nicht getan. Ist das schon wichtig, das ist tolles. Da legen ja alle das Pulver hin, obwohl ich es manchmal gar nicht könnte, aber es ist eben hier so. So, ich gehe nochmal raus, guck. Also wir sitzen hier in der Aula. Ja, ein großer Schirm. So, gucken wir mal, was es hier gibt. Melone und die schnippeln hier fleißig. Jawohl. Am Sinne, Werbung. Es regnet immer noch, es wird sich wahrscheinlich einregnen. Ich muss mir das Movie erstmal angucken. Ich blicke hier noch gar nicht durch. Aber es hat langsam aufgehört. Ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, wir sind ja losgefahren, da war kein Regen und da war kurze Dusche und dann sind wir weitergefahren und da waren wir aber schon über der Hälfte und dann hat es richtig angefangen. Ich habe ihnen eine Jacke angezogen, ich habe also, ihr habt ja gesehen, die gelbe und jetzt habe ich noch eine extra Jacke im Moped gehabt und so, dass er eigentlich eine Jacke hat, aber sie wollte ihm unbedingt jetzt das T-Shirt geben. Das T-Shirt braucht er innerhalb Jahr, was 140 Spend ist jetzt eigentlich nicht so. Was soll ich dazu sagen? Ich könnte Platz. Hätte ich das gewusst, wäre es mit dem Auto geworden, wäre alles okay gewesen.
Beziehungsweise müsste ich mir mal so ein komisches Regencape bisher so einen Vollanzug. Also, wir schicken immer noch die Leute und warten. Boah, ey. Was für ein Mist. Also, ich fahre jetzt erstmal nach Hause und dann gucke ich mal, was los ist. Meine. Also, Otto ist gut aufgehoben und wir fahren los. So, jetzt sind wir mit dabei. Hier wird Englisch gelernt. Fun, ihr seht. Unten steht sie teil. Und die Lehrer sitzen drumherum. Also ist es, ich weiß nicht, wie Englisch gelehrt wird. Ich war mir eigentlich klar, dass sie das mit YouTube und irgendwelchen Kinderprogrammen machen. Also wir sehen uns da. Bis gleich. Also, gerade zu Hause angekommen. Was soll ich euch sagen? Ihr seht, es hat gerade aufgehört zu regnen. Es wird so 8:30 sein, um neun denke ich mal. Alles allen hat sich das jetzt innerhalb von 1,5 Stunden abgespielt. Ja, Otto ist in der Schule und wir gehen mal hoch. Ich guck mal, was ich so aufgenommen habe. Und ich kann auf der Herfahrt wieder mal nicht fassen, wie der Englischunterricht abläuft. Also, bis gleich. So, ich bin jetzt zu Hause, hab mich eingemummelt. Kaffee. Oh. Und es ist wieder angenehm, wir gehen mal raus gucken, wie es draußen so in etwa aussieht. Also, wie gesagt, wir sind losgefahren. An für sich, ja, war ein bisschen bewölkt, aber es sah nicht nach Regen aus. Hat ja die ganze Nacht geregnet. Und ja, jetzt haben wir es 10.04 Uhr. Und ja, guckt es euch an. Wir gehen mal nach vorne zu unserem Ausguck, wo ich ja gestern gestürzt bin. Da werden wir heute mal aufpassen. Ansonsten, ja, was soll ich zur Schule sagen? Ich glaube, jetzt verstehe ich so einiges. Man müsste dazu erwähnen, dass dort heute gesessen haben, also für jeden Lehrer eine Klasse, es waren 2, 4, 6, 8 Lehrer, glaube ich, circa 20 Schüler. Aber es ist so, dass das Schulsystem völlig anders ist. Es ist egal. Man kann Otto auch mal oder die Kinder mal eine Woche draußen lassen. Man hört eigentlich immer nur Meppelei, Meppelei. Alles egal, ist egal. Lassen Sie Ihr Kind ruhig zu Hause. Es ist so, wir haben ja wie so eine WhatsApp-Gruppe für die Schule. Und ja, da kommen jeden Früh Nachrichten reingeflattert, warum und wieso die nicht in die Schule gehen. Wir haben da jeden Tag die ominöse Treppe. Nicht jeden Tag, wo die Leute schreiben, Running Nose, dies, das, jenes. Es war heute im Schnitt so. Normalerweise hat jede Klasse so 20, 25 Schüler mit einem Lehrer. Und wo wir schon in die Schulklasse sind oder in den Schulraum, habe ich schon, die Türen sind hier überall auf, schon anhand der Anzahl der Kinder gesehen, dass weit in jeder Klasse über die Hälfte nicht in die Schule sind. Ich denke mal, dem Teil wird das egal sein, der wird sagen, es regnet, ich habe nur ein Moped und dann bleibt das Kind zu Hause. So, in dem Sinne, ja, kann ich mir jetzt vorstellen, wie der Englischunterricht abgeht. Ihr dürft das eigentlich verkehrt verstehen. Die Kinder sitzen dort. Dort war eine große Leinwand aufgespannt. Und da ging das wie im Englischen, wie man es bei YouTube hat.
A, B, C, D, E, F, G und so. Und die dürfen an sich nichts sagen. Sie müssen da sitzen und gucken. Es ist natürlich auch so, egal was mit der Lehrerin ist. Werbung! Sie kann gar kein Englisch, egal was sie sagt alles in, erst in Thai, aber so schnell, dass ich nur die Hälfte verstehe. Und dann ruft sie meistens meine Frau an und meine Frau erklärt es mir nachher. Ja, ich verstehe jetzt an für sich, warum hier die wenigsten Thais überhaupt Englisch können, weil die werden wahrscheinlich danach auch nicht abgefragt oder irgendwas. Wir werden das, ich werde euch noch auf dem Laufenden halten, oder wird ihr größer. Und dann kann ich mir das mal besser erklären. Und hier geht's wieder los. Wir haben es 10.08 Uhr und in dem Sinne, ja. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, ich ziehe weg hier. Das geht jeden Tag, also am Wochenende. Und ja, ich habe die Tage schon immer mal gesagt, es werden immer mehr Leute hier. Und wahrscheinlich geht es ja langsam los. Es sind natürlich ein paar Wohnungen dabei, die ganz schön hui hui aussehen. Und die müssen jetzt alle gemacht werden. Ja, und wie der Thai arbeitet, das können wir mal eine Extra-Movie machen. Da baut man schnell was. Dann gefällt es dem Kunden nicht neu, dann wird es wieder abgerissen und deswegen bohren die ja den ganzen Tag. Also, ich würde sagen, ich lade erstmal hoch, gucke erstmal, was ich alles abgedreht habe und dann sehen wir uns. Bis gleich. Es ist 12.30 Uhr. Ich habe schon wieder keine Zeit irgendwie. Mir fehlen schon wieder etliche Stunden am Tag. Ja, es ist so. Ich habe jetzt die Shots hochgeladen. Ich will das Movie jetzt fertig machen, weil ich gerade hier drehe. Dass wir das 16 Uhr hochkriegen. Ja, jetzt habe ich mich noch um die E-Mail gekümmert. Ich war, um einen neuen Kanal aufzumachen, mach mal eine E-Mail. Und ich weiß eigentlich irgendwie, habe ich jetzt auch gerade wieder Ruhe. Die arbeiten hier, ich weiß nicht, was sie machen mit dem Bohrhammer seit 3 oder 4 Tagen. Ich weiß gar nicht, was es in so einer kleinen Wohnung zum Bohren gibt. Oder Presslufthammer. Ja, ist so wie es ist, ich muss damit zurechtkommen. Es ist eben nur, wenn ich die Shorts hochlade, dass ich mir das Datum und die Uhrzeit immer merken muss. Ja, ihr hört ja, er ist schon wieder am Bohren oder hört sich an wie Mops anrühren. Ja, ist natürlich hier auch so. Wir haben die Wohnung hier zum Beispiel, ist mit Fliesen. Aber es ist so, dass die Fliesen so komisch gelegt sind. Also es waren Fliesen drauf und dann hat man nochmal Fliesen draufgelegt. Und wer weiß und Ahnung hat, Fußbodenfliesen müssen in Mörtel gelegt werden. Da darf nichts, kein Mörtel fehlen und gar nichts. Deswegen haben wir da vorne nämlich auch schon 2 Schrammer. Ja, man hört es manchmal hier zeitweise. Und ja, deswegen dauert das hier mal alles so lange. Also wie gesagt, ich lade das Movie hoch und die Sonne kommt endlich raus. Ich bin ja voll am Trocknen. Hier, alles nass. Hier wird gearbeitet. Die Reisetasche ist noch unterwegs. Reparieren lassen. Das ist ein Original Adidas. Ist der Reißverschluss kaputt gegangen. Ich hoffe, ich kriege jemanden für einen Hunderter, der die mir wieder macht. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mit 3. Bleibt gesund und munter. Guckt zahlreich. Auch bis zum Schluss. Wenn sie alle bis zum Schluss gucken, könnte man den Werbeblock weglassen. Aber zurzeit geht es echt nicht. Ich
kann nur immer wieder sagen, geh von Gönn. Ansonsten würde ich sagen, werdet alle glücklich. Ich muss mich schon wieder sputen. Also, bye bye. Hallo Leute, das neue Video geht da. Oder zum Abonnieren da. Ja. Und das andere Movie da. Ja. Oder was da. Oder was da. Oder da. Oder da. Ja, irgendwo da ist es. Oder neues da. Movie. Oder da. Bitte auf Abo drücken und alle glücklich werden. Yeah. Und nicht vergessen, Abo. Abo. Abonnieren. Naja, irgendwo. Abo.